good. Was geht ab, Freunde? Sascha von CGGamingTV ist für dich und herzlich willkommen zu einem Video anderer Art. Wie ihr vielleicht schon im Titel erkennen könnt, habt ihr dieses oder diesen Titelnamen noch nie auf unserem Kanal gelesen. Nämlich, ich habe mir vorgenommen, jeden Monat so 3-4 Videos rauszuhauen, wo ich euch erzähle, welche Spiele, was für News, PS4, Xbox One, was für News da gibt, was es wichtig für Zocker an News gibt. Das will ich von mir an euch weiterleiten, weil, ja, es gibt nicht so viele YouTuber, die sowas machen, glaube ich, aber ist mir eigentlich auch ziemlich egal. Ich habe mir das mal vorgenommen und ja, ich weiß nicht, wie gut es bei euch ankommt, also ich würde mich jetzt schon mal über einen Daumen nach oben freuen. Das motiviert mich sehr, das weiterzumachen. Und die Videos sollen auch nicht allzu lange gehen. Das erste Video dauert immer ein bisschen länger, weil ich euch erzähle, ja, was ich so daran, also was ich so vorstelle. Und ja, das ist eigentlich leicht zu verstehen. Also ich hau, wie gesagt, weiß nicht, ich denke mal so jede Woche ein Video dazu, das müsste reichen. An euch Zocker da draußen hau ich ein Video raus, wo ich erzähle, was für News es gibt, zum Beispiel PlayStation, Xbox, was für Spiele und so weiter, was ich alles schon davor gesagt habe. Also mal sehen, was so alles kommt. Heute erzähle ich euch nur ein Thema, weil das Video sonst zu lange geht. Es soll nur, keine Ahnung, 5-6 Minuten gehen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das jetzt schon geht. Im Hintergrund noch kurz zu sagen ist kein Gameplay oder so, sondern einfach nur 2-3 Fotos, denke ich mal, über das Thema. Ich weiß noch nicht, ob ich da irgendwie so ein Gameplay hinterhaue. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, falls ihr da bessere Ideen habt. Müsst ihr aber nicht. Und dieses Thema, was ich heute anspreche, ist das, ja, was über die Weihnachtszeit richtig schlimm war, auch für mich, weil ich auch auf der PlayStation spiele. Nämlich PlayStation Network war ja down ziemlich lange und die Server, also die waren völlig weg, weil sie ja gehackt wurden von Lizard Squad. Ich denke mal, alle, die PlayStation spielen oder alle, die zocken, müssten das bekannt sein, weil die Xbox Server waren, glaube ich, auch für 1-2 Tage down. Bin ich mir aber nicht allzu sicher, weil ich nicht auf der Xbox spiele. Und dazu hat Sony jetzt was bekannt gegeben, nämlich eine Entschädigung für Downtime. Downtime heißt halt, dass die Server halt down waren und dafür jetzt eine Entschädigung kommen. Natürlich nur für die PlayStation, nicht für Xbox oder so, weil, also ich habe hier gerade eine Seite ausgewählt und ja, also es gibt 2 Sachen für PlayStation-Nutzer als Entschädigung. Nämlich zu einem gibt es 5 Tage PS Plus umsonst. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel gerade gestern für 15 Euro aufgeladen habt, PSN-Karte und dann 3 Monate verlängert habt, das PS Plus, also April dann 3 Monate bis zum 1., aber die haben das jetzt nochmal verlängert für jeden bis zum 6. April, also das heißt, die waren ja, ich weiß nicht, wie lange die Server jetzt nicht genau gingen, aber 5 Tage halt, weil das halt die Entschädigung war, weil man da halt nicht zocken konnte. So, das nächste, also das letzte und das zweite, ist, dass man, wenn man jetzt ein Spiel kaufen will oder so, oder eine, keine Ahnung, Points bei FIFA oder so, kann man 10%, kriegt man 10% Rabatt oder man hat, kriegt so einen Gutschein. Ich lese das jetzt mal vor, zusätzlich wird es für alle Spieler für begrenzte Zeit auch ein nur einmalig 10% auf gesamten Inhalt des Warenkorbs geben, also für bestimmte Zeit, also nicht für ewig, sondern ihr müsst wahrscheinlich diesen Monat, einen Monat wahrscheinlich gültig, noch irgendwas bestellen, um darauf 10% zu kriegen. Genau, ja, hier steht das auch. Dieser Gutschein wird diesen Monat verfügbar sein und kann es für alles eingesetzt werden, egal ob es sich dabei um Film, ein Spiel und so weiter und so weiter. Also wie ich das auch erklärt habe und ja, das war es eigentlich auch schon von diesem neuen Video, diesem neuen Format auf unserem Kanal. War jetzt ein bisschen, ja, wie soll man sagen, wild das Commentary, also
ja, der Anfang halt erklärt und das Thema, ja, ist eigentlich auch leicht zu verstehen. Dazu den Link findet ihr in der Beschreibung, wo ihr das alles nochmal nachlesen könnt, falls ihr es noch nicht verstanden habt, müsst ihr eigentlich aber auch verstanden haben. Also 10% Gutschein und 5 Tage länger PS Plus. Für alle PlayStation-Nutzer, für Xbox gibt es nichts. Aha, nein. Weil PlayStation ja auch länger down war. Ich glaube, Xbox war gar nicht down, aber ist auch ziemlich egal. Ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen für dieses neue Format. Ein paar Versprecher waren wie immer drin. Wie soll es auch sonst gehen? Ist halt das erste Video. Die nächsten Videos werden wahrscheinlich mit weniger Versprechern sein. Entschuldigung dafür. Und dann haut rein. Bis zum nächsten Video. Lasst einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Haut rein. Und ciao.